So, bitte, 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 geh schneller. Das kann doch nicht sein. Wie viel kostet das mal 35.000 Werbung boykottieren? Aber ich weiß, dass die Gegner sofort wieder rückgängig machen. Das heißt, wenn ich nicht schnell genug bin, dann gibt es ja keine Werbung von mir, die sie boykottieren können. Das muss man ja auch nochmal bedenken. 115 Stunden Zeit. Diese Wartezeiten. Ich hoffe, wie gesagt, in der letzten Mission ist wirklich Spannung und Action. Das war ja hier eigentlich anfangs auch, weil die sind sehr hoch mit ihrem Hauptquartier gekommen. Sehr schnell, waren ja viel schneller als ich. Ich habe erstmal auf Stufe 1 oder 2 ihr Hauptquartier gebraucht, damit ich Werbung machen kann und viel Geld verdienen kann. Wäre schade, wenn ich das jetzt versauen würde, weil ihr seht ja, mir geht's gut in der Mission. Nur weil ein zweiter Gegner aufgegeben hat, ohne dass ich was gemacht habe, das wäre ein bisschen blöd. Das hoffe ich nicht, dass das passiert. Übrigens immer noch Hitze in dem Zimmer wie sonst was. Wie lange dauert eigentlich ein Tag hier in Pizza Connection in Echtzeit? Das weiß ich gar nicht. Das wäre mal auch interessant zu wissen. Alter, was geht mit der Reichweite ab? Kundschaft hat er eh nicht. Dann bringt auch die Reichweite nichts. Dann bringt das auch nichts. Habe ich jetzt genug eigentlich oder muss ich noch mehr Gangs und alles kaufen? Wir sind ja schon wieder bei 240.000. Gangs habe ich schon voll. Kuriere habe ich auch einige, um ordentlich zuschlagen zu können. Schläger. Kaufe halt noch zwei Schläger. Haben wir davon auch 10. Was soll's? Ich hab das Geld. Ich hab Style und das Geld. Ich hab alles, was den Leuten so gefällt. Na, ich will bitte da drauf, danke. Ich denke, das liegt aber nur daran, dass ich der einzige Gegner noch bin von ihm. Und ihn gerade nicht besteche. Erpresse. Nur deswegen hat er nur eine Wache drin. Sonst denke ich, hätte er mehr. Meine Filialen geht's aber gut, gell? Hat keine blöde Aktion gemacht. Würde er sich, denke ich, auch nie trauen. Da bin ich ein bisschen zu stark. Geht er zu ihm? Nein, okay, gut. Weil wenn er aufrüstet, rüste ich auch nochmal auf. Das ist klar. Das sieht immer noch gut aus. Und bei der Polizei. Das Ding steigt nicht mehr. Schade. Weil mit der Polizei. Das muss ich halt bedenken. Weil die Polizei. Ja, obwohl wird mich die Polizei kriegen. Meine Gangster werden sich ja wehren. Und ein Polizist? Der hält das nicht aus. Eine Suche zu einer Filiale, die von Schlägern oder Gangs überfallen wird. Damit bietet sie einen gewissen Schutz. Bin ja noch, aber ich bin eine Erwähnung besser geschützt. Die Polizei, das reicht, das kann nicht zwei überhören. Ich bin von einem Polizei sofort festgenommen. Ja, Schläger werden die Feste mit Gewalt zu verhindern versuchen. Okay. Wenn ihre kriminelle Pflicht hat, dann bin ich nun. Vielleicht steigt er wieder hin. Heute im Vorjahr war keine Schule. Und ich mache sie in einer Filiale. Was sie sich verlangt, dann bleibt sie in den Zeug geschlossen. Ihr Schlägt ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Innovation bei Ihnen und nicht bei der Konkurrenz von der Polizei stark. Ja gut, das ist was anderes. Okay. Ja, das heißt, wenn ich den Polizisten umbringe, ist es mir trotzdem egal. Und die Razzia wird mir zu dem Zeitpunkt ja auch wurscht sein. Meine Güte, Leute, ich habe 300.000 fast. Warum kann ich nicht damit in die letzte Stadt gehen?
Es reicht, um dreimal eine Bombe zu schicken. Ich sage, das macht irgendwie wenig Sinn. Und ich bediene mich ja hier auch nicht Cheats oder so. Ich kenne ja gar keine Cheats für Pizza Connection. Ich habe mich mal erkundigt. Ich will ja gerne die Spiele immer so vollständig zeigen wie möglich, aber... Nö. Keine entdeckt. Mein Zeppelin, wie schön. Machen wir weiter mit den Gaming News. Hey, was ist das? Was ist das? Wer ist weg? Da ist er. Ein Lieferant für Restposten. Ich habe den Charakter, denke ich, noch nie gesehen, deswegen war ich jetzt so fixiert auf den. Okay. Der ist bei Handelsmarkt. Soll mir recht sein. Genau, Gaming News wollte ich weitermachen. Was haben wir denn noch? Im kommenden Assassin's Creed Film ist ja das eine komplett neue Story, neue Charaktere. Das heißt, nicht auf ein Game basiert. Also nicht auf den ersten, dritten oder sonstigen Teil. Allerdings soll man auf bereits bekannte Charaktere aus den Spielen tatsächlich treffen. Zwar keine Hauptcharaktere wie Altair oder Ezio, aber ja, immer noch Charaktere, die man halt kennt. Bin gespannt, was die meinen. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit der Film... Doch, spanische Inquisition... Ach, ich kann das Wort wieder nicht. Inquisition. Ja doch, Inquisition, oder? Kann sein, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ist das die Zeit auch, wo Ezio auch rummacht, gell? Das war eigentlich eine gute Wahl, weil das war ja... Ist bei den Spielern, soweit ich weiß, der beliebteste Teil mit Ezio. Also Zweier, Brotherhood und Revelation. Spanien ist auch eine coole Zeit, ist ein cooler Ort. Kann ich verstehen. Allerdings verwirrt mich, dass der Film, wie es aussieht, auch größtenteils in der Gegenwart spielt. Muss ja jetzt nichts Schlechtes sein. Ist aber ungewöhnlich, weil in den Spielen sehen wir halt genau vom Gegenteil, ja. Sehen wir das ja. Da gibt es wenig Gegenwart. Ich habe jetzt im Kopf eben vom Dreier. Gibt es ja drei Gegenwartsmissionen plus das Finale. Ich spoiler nicht zu viel, keine Sorge. Also eigentlich nichts Großartiges. Dreimal in der Gegenwart muss man mit, ich wollte jetzt hier gerade sagen, Desmond kurz was machen. Beim Finale kommt er halt nochmal vor. Aber sonst spielt man einem Animus die ganze Zeit. Im Vierer. Wie war es da? Da arbeitet man ja in Abstergo drin, aus der Ego-Perspektive. Da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie oft man rausgehen muss. Vielleicht auch so circa um die 3-4 Mal. Ist auch ganz nett, aber da ist der Fokus ja noch mehr rausgenommen worden, weil man nicht so viel macht. Man ist ja kein Assassine dort, in der Gegenwart. Und der Sicker, nicht Sicker. Der Sicker-Effekt, ein bisschen weicher ist es. Sicker. Der Sicker-Effekt ist ja da rausgenommen worden, deswegen nimmt der Spieler an sich ja nicht die Fähigkeiten des Assassinen an. Was haben wir noch? Genau, und in Unity, da bin ich gerade dabei, das mit meinem Cousin zu zocken. Da ist gar keine Gegenwart eigentlich. Ich denke, ein, zweimal kam kurz. Ja, eine Frau hat irgendwas zu uns gelabert. Aber sonst kann man da nichts machen. Man kann auch nicht den Animus verlassen oder so. Ich weiß gar nicht, auch wo wir sind. Bitte nicht spoilern, falls noch was kommt. Da bin ich schon gespannt drauf. Wäre auch schön mal, ne, ist sie. Bisschen mehr in der Gegenwart zu machen. Hätte was.
Klar, wir haben das Pendant jetzt. Watch Dogs. Da kann ja auch ein bisschen Parkour laufen. Interessant. Ich denke, das habe ich noch nie gesehen. Da ist kein Zebrastreifen und die gehen trotzdem über die Straße. Interessant. Wusste ich nicht. Wobei ich. Es sieht Gegenwart genau das Pendant Watch Dogs haben wir. Da kann ja Parkour laufen. In 2 soll ja das sogar noch ein bisschen mehr angepasst sein. Ist ja aber auch kein richtiges. Also finde ich nicht, dass man das so richtig mit der SE vergleichen kann. Bei Watch Dogs. Ja. Ist es mehr ans Hacken. Das Prinzip. Aber gut, Assassin's Creed Syndicate, das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Das spielt ja in der, nicht Revolution, wie heißt das? In der Industrialisierung. Und da wird ja alles moderner und so. Und da bin ich schon gespannt, wie das alles in Spiele einbegriffen ist. Bin ich gespannt. Also das kann vielleicht doch mehr gegenwartsbasierend sein. Aber die Zeiten bisher mochte ich eigentlich alle. Also bisher hat Ubisoft nie eine schlechte Zeit gewählt. Das fand ich gut. Ich greife diese Filiale sowas von an. Aber sowas von. 300.000 habe ich jetzt schon. Ich werde da alles reinschicken, was ich nur kann. Die 10 Gangster, die Schläger, die kommen alle gleichzeitig und demolieren alles. Ich weiß nur nicht, wann ich die Bombe reinschicken soll. Soweit ich weiß, geht das auch im Gefecht, wenn er es schafft. Ist aber auch riskant an sich. Und er hält immer noch mit. Der hat noch was gemacht, wie es aussieht, laut der Anzeige, aber egal was, es hat keine Auswirkung auf mich gehabt. Von daher mir egal. Na gut. 30.000. Bald haben wir es. Aber das wird knapp. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, warum der zweite aufgegeben hat. Soweit ich weiß, die Rechte für Pizza Connection sind ja auch im Moment freischwebend. Wäre ganz nett, wenn sich mal jemand da an die Arbeit macht. Ich meine, beliebte Marke ist es ja. Viele verbinden ja damit Kindheitserinnerungen, so wie ich. Ja, ich denke. Gut, ich weiß aber nicht, wie ausgelastet der Markt an Wirtschaftssimulatoren ist. Also SimCity ist ja schon mal eine starke und bekannte Marke. Tropico weiß ich jetzt gar nicht, wie beliebt sie ist und wie gut sie verkauft wird. Aber bestimmt auch nicht schlecht, wenn es davon schon 5 Teile gibt. Ja, gibt bestimmt noch ein paar mehr, die mir gerade nicht einfallen. Ich denke, ist vielleicht ein bisschen schwer, sich durchzusetzen. Aber Pizza Connection hat halt den Vorteil, dass eine Generation es schon kennt. Siehe Pokémon Go. Ich meine, ein Großteil der Spieler sind ja die Leute, die mit Pokémon aufgewachsen sind, so wie ich. Der Anime, die ersten Spiele, Pokémon Rot, ist ja mein einziges bisher gewesen. Und ja, wer hat sich dann damals nicht erträumt, auch ein Pokémon an die Seite zu kriegen und damit sich auf Weltreise zu machen. Ist eine schöne Welt. Viel sorgloser als unsere. Und mit Ding. Mit Pokémon Go können wir mindestens einen Teil dieses Wunsches uns erfüllen. Läuft gut bei dir. Das Restaurant nicht eine Verschwendung für den eigentlich. Weil schön edel hat er es gemacht und
Eigentlich kommt keiner zu ihm. Und da habe ich alles unter Kontrolle. Na komm schon. Und der besticht immer noch den Bürgermeister. Ich bin beeindruckt. Sehr interessant. Zehn Schläger, neun Gangster. Keine Wachen brauche ich aber auch nicht. Ist ja nicht schlimm. Ich dachte gerade, wo kommt der Laster her, weil ich habe keine Straße gesehen. Die kleinen Federchen sind immer ganz nett zu beobachten. Ach ja. Ui, das Einkommen hier in der Stadt ist nicht sehr hoch. Dafür haben die Leute Geduld. Ja, das machen sie so richtig. Sie haben kein Geld zu bezahlen. Sie Dann haben ein neues erwarten sie auch nichts. Erhalten. Was gibt es denn? Nö, keine Lust. Hm, 2538 Stunden. Also Spielstunden, aber trotzdem sehr viel. 30 Missionen und 9 Kampagnenmissionen und eine kaputte Stimme. Läuft. Kommt es irgendwie langsamer? Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Verbilligt auch noch. Okay. 45. Startweite. Scheiße. Aber gleich haben wir gleich 190. Sie haben die Mission erfüllt. Danke, weiß ich doch. Das war jetzt nicht so schwer. Ne, eigentlich müsste das jetzt. Auch etwas besser sein. Okay, dann läuft das auch gut. Ne, ist immer noch langweilig. Ich will endlich attackieren. Der hat eine große Waffe. Sagt ihr irgendwas Verständliches im Radio? Ich hab nichts verstanden.